Hallo und herzlich willkommen bei Tarotzeit hier zur Wochenendlegung. Mein Name ist Heidi und ich freue mich sehr, dass du hier bist für die Botschaften. Ja, was erwartet uns an diesem Wochenende? Wir schauen gleich, welche Tarotkarten uns hier, also welche sich zeigen werden. Und wir haben am Freitag einen Portaltag. Das sind diese Energietore aus dem Maya-Kalender. Das heißt, da ist eine andere Schwingung da. Vielleicht eine höhere Schwingung. Schau mal, das könnte sein, du bist da sehr viel empfindsamer. Vielleicht auch, vielleicht hast du viel mehr Energie oder neue Ideen. Einfach schauen. Das könnte einfach ein intensiverer Tag sein. So, und ich dachte, wir nehmen hier mal das Shadowscape Tarot. Schau mal, ein ganz, ganz, ganz fein gezeichnetes mit unglaublich vielen Details. Ja, ein bisschen in die Mystik reingehend. Fantasy-Bilder hier und ich dachte, das ist jetzt ein schöner Impuls für uns. Wir ziehen vorab eine Karte. Ich ziehe eine Karte für uns vorab raus. Na, da haben wir es schon. Und da haben wir die fünf der Schwerter. Also auch hier, ne, ich sagte ja schon mit den Portaltagen, aufpassen, da ist man vielleicht ein bisschen vielleicht aufgewühlter an dem Tag. Bei den fünf der Schwertern aufpassen, wenn es eine Diskussion gibt. Ja, könnte sein, ne, dass jeder auf seinem besteht, ne, auf seinem Recht besteht oder ja, man möchte den anderen unbedingt überzeugen. Einfach gut aufpassen, weil hier gibt es nichts zu gewinnen. Ne. Also von dem her, das könnte jetzt sein, dass das Ego sich da sehr stark zeigt. Ne. Man möchte unbedingt vielleicht die Führung übernehmen oder man möchte Recht behalten oder sowas in der Art. Einfach gut gucken, was ist dann im Rahmen oder wo passt es auch einfach nicht mehr. Und dann lieber vielleicht mal noch einen Tag warten. Durchatmen. So, jetzt geht's zur Legung. Und na, jetzt wünsche ich dir natürlich viel Freude beim Anschauen. Das ist das Wichtigste. Und ich sage auf ins Wochenende. Auf ins Wochenende nach dem Vollmond am Mittwoch. Schauen wir, was das Wochenende uns jetzt bringt. Am Freitag haben wir einen Portaltag. Hatte ich ja schon im Intro erzählt. Und ich dachte, wir nehmen mal eine Karte aus den Energieportale, Aktivierungskarten, damit uns hier gerne nochmal ein Impuls inspirieren darf. Was haben wir hier? Hallen des Lernens. Sehr schön. Hallen des Lernens, Geistführer, Bestätigung, wichtige Lektion. Da scheint sehr viel Weisheit reinzukommen für uns. Die Möglichkeit, was dazu zu lernen. Geistführer, das kann jemand sein, der sehr gute, über gute Informationen verfügt. Aber natürlich auch all die spirituellen Geistführer oder Menschen, die über eine große Weisheit verfügen und uns die weitergeben. Wir lernen eine wichtige Lektion oder sind wichtige Lektionen zu lernen und Bestätigung finde ich gut. Finde ich gut. Bestätigung, vielleicht haben wir das schon lange gewusst, geahnt, erhofft und jetzt kommt die Bestätigung rein. Lass uns schauen, was das Wochenende. So, was bringt uns, was zeigt sich an diesem Wochenende? Die will unbedingt raus. Nehmen wir die auch. Was zeigt sich an diesem Wochenende? Sehr deutliche Impulse, auf jeden Fall. Was zeigt sich hier für uns an diesem Wochenende? Dann schauen wir mal rein. Wir haben The Hermit als erstes, die große Arkana der Eremit. The Two of Pentacles, die zwei der Münzen als nächstes. Wir haben The Knight of Wands, der Ritter der Stäbe als nächstes und The Sun. Wow! Wow, mit diesem lichtvollen Impuls hier von dem Aktivierungskarten der Energieportale ist ja auch genauso viel Licht wie hier am Ende mit der Sonne. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben zwei große Arkane auf dem Tisch, die Meilensteine auf dem Seelenweg, die uns auf unser Wesen eher hinweisen, auf unsere persönliche Entwicklung, tiefere Bewegungen in uns, also auf einer tieferen Ebene, während die kleinen Arkana eher so mit unserem Alltag oder Außenfeld zu tun haben.
Ja, am Freitag mit dem Portaltag. Vielleicht bist du da sehr empfindsam, spürst da die Kräfte deutlicher, vielleicht schwingt aber auch noch alles vom Vollmond in dir. Hier die Einladung, die Aufforderung, dich zurückzuziehen, mal das Geplapper, nenne ich es jetzt mal, im Außen nicht zuzuhören, sondern einfach mal Abstand gewinnen. Das kommt mir hier rein, wenn ich die Karte sehe. Abstand gewinnen, damit du wieder einen Überblick bekommst, damit du wieder klarer siehst. Weil er ist ja da extra nach oben gestiegen. Hier die Lampe ist auch immer das innere Licht, also um uns wieder zu fühlen, wofür schlägt unser Herz, was ist unsere Vision. Das sind alles so Dinge, die darauf hinweisen können. Ja, lass die Vögel der Sorge vorüberziehen. Also Hermit, der Eremit, mal für dich sein, mal Pause machen, ist auch Hermit. Auszeit nehmen, auch Social Media oder ähnliches, alles was dazugehört. Ja, Handy aus, Laptop zuklappen, genau. Na, keine Nachrichten oder mal kein Radio hören. All diese Impulse sind der Hermit. Und wenn dieser ganze Input von außen dann abgeschwächt ist, leiser wird oder aufhört, dann kommen wieder die eigenen Gedanken, werden dann wieder lauter, die eigenen Impulse. Vielleicht Verbindung hier auch. Manche haben vielleicht einen Geistführer, also bekommen wir vielleicht auch inspirierende Gedanken, hilfreiche innere Führung oder so ein Gefühl von Angebundensein an Impulse, sodass wir hier unsere Lektion lernen können. Dann haben wir die Two of Pentacles. Könnte sein, dass eine Entscheidung nochmal am Wochenende gefallen ist oder fallen wird, oder vielleicht fürchtest du sie auch, weil eine Entscheidung zu treffen bedeutet auch immer so ein bisschen zu balancieren. Vielleicht möchtest du auch nett sein und versuchst hier so deine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen so ein bisschen abzuwägen. Versuchst da so ein bisschen zu balancieren. Bringt natürlich ein gewisses Maß an Ungleichgewicht mit sich, weil wenn man auf einem Bein quasi nur auf den Zehenspitzen steht, auch da würde ich sagen, wenn du mit dem Hermit hier zusammen weil die beiden Karten nebeneinander liegen, da würde ich sagen, geh doch noch mal hier mal in so einen Raum vielleicht für dich, den du dir kreierst. Mach mal die Tür zu oder schließ mal die Augen oder ja, mach mal eine Entspannungsmusik an und schau, wo du immer versuchst, allem oder jedem gerecht zu werden. Was bringt dich da eher auf die Zehenspitzen, beziehungsweise bringt dich zurück, dass du wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst und wieder weißt, wo es hin soll. Das würde ich sagen. Könnte sein, dass es jemand hier im Außen ist. Da kommt nämlich jetzt direkt der Ritter der Stäbe rein. Die sind ja sehr feurig unterwegs hier. Diese Menschen sehr begeistert von etwas, was sie selber vielleicht vorhaben. Sie sind sehr überzeugend und auch sehr überzeugt von ihrer Vision oder ihrem Projekt oder ihrem Auftrag. Na, vielleicht auch was du tun sollst oder wer du sein sollst. Das wäre möglich, das wäre ganz gut, weil du vielleicht auch abwägst, wie kannst du das mit diesem Menschen oder dieser Menschengruppe, diesen Menschen, vielleicht auch mit der Arbeit, wie kannst du dem gerecht werden, wenn da so ein eher fordernder Aspekt drin ist, ne? Wo bleibst du da eigentlich? So kommt es für mich rein. Der scheint auch sehr schlau zu sein, weil hier sind sehr viele Füchse auf dem Karten. Und mit dem Löwenkopf, die sind ja sehr, ja, die Könige, wie sagt man, die Königin der Tiere ist ja der Löwe, hat vielleicht sowas Dominantes, also so was überrennt, was dich überrennt. Und hier mit den Steinbockhörnern, also mit dem Kopf durch die Wand kommt noch, der will vielleicht mit dem Kopf durch die Wand, der will es unbedingt durchsetzen. Es könnte natürlich auch ein Chef sein, ein Vorgesetzter, ein Kunde.
der vielleicht sehr schlau, vielleicht auch sehr mächtig ist, kommt auch noch rein. Ja, könnte also ein Mensch sein im Außen, der sehr mächtig ist, kann natürlich auch jemand in der Familie sein, der eine Machtposition hat, also Eltern, Kind. Ja, es könnte eine, aber auch in der Beziehung jemand, der sehr viel Macht hat über dich oder Dinge sehr stark da dominiert und bestimmen kann. Aufpassen. Na, deshalb sind die Karten so wichtig, dass du schaust, dass du da nicht zu stark jonglierst mit all dem, ne, sondern dass du wirklich guckst, wo bin ich da eigentlich, was macht mich aus? Und wir haben ja nochmal zusätzlich hier diesen Impuls hier bekommen. Ne? Schau mal, hier gibt es eine Lektion zu lernen. Hallen des Lernens. Was kannst du hier lernen? Wenn niemand im Außen ist, auch hier die Ritter können für eine Kraft aus dir, die in dir ist, die du vielleicht zum Ausdruck bringen sollst. Da sollst du vielleicht etwas mehr eigenmächtig sein, nicht ohnmächtig, sondern eigenmächtig. Also, dass du die Verantwortung übernimmst für dein Handeln, für deine Grenzen, für deine Ziele, für deine Taten. Na, dass du da auch mehr Überzeugung reingeben darfst, dass du da Gas geben darfst. Die Ritter sind sehr flink unterwegs, ne? Sind sehr wendig, so da vielleicht auch mehr Feuer reingeben darfst in deinen, ne? Dass du nicht zu schüchtern und zurückhalten und nur guckst, wie kannst du das balancieren, weil er steht hier, ne? Der kommt überhaupt nicht vorwärts, sondern dass du vorwärts gehst. Geh mal da ran an das Thema. Vielleicht Selbstvertrauen kommt rein. Was ist mit deinem Selbstvertrauen? Vielleicht eine wichtige Lernlektion an diesem Wochenende. Und am Ende haben wir die Sonne, die höchste Karte des Glücks, der großen Arkana. Da ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, Feuerenergie. Also das ist ja eine Kraft in uns, ne? Dass du vielleicht mehr deine Entscheidungskraft stärkst, deine Willensstärke stärkst. Einfach mal machst, mehr den Mut hast, es zu tun. Weil die Sonne gehört auch zu dem männlichen Prinzip, was ja hier auch ganz stark dargestellt ist mit dem Ritter. Die Ritter sind auch so und das männliche Prinzip in uns Menschen, dass du da einfach mehr Zuversicht hast, mehr Selbstvertrauen, mehr nach außen gehst. Und natürlich auch nicht zu vergessen, die Sonne ist natürlich die Karte des Glücks, der Freude und des Feierns. Vielleicht ist es einfach nur am Ende des Wochenendes der Raum oder das Wochenende alles. Einfach mal, freu dich doch mal, fühl dich bestärkt, fühl dich gewärmt, fühl dich frei. Ne? Er sitzt ja auf dem Vogel, also was von Freiheit zu tun. Könnte er natürlich auch für die ein oder andere genau dieser Aspekt sein, der gelebt werden muss und soll, ne? Dass du dich einfach mal freust. Vielleicht hast du auch einen Sieg errungen, hast hier eine Entscheidung getroffen, hast was ausbalanciert, hast dich im Außen gezeigt und hast wie einen Sieg errungen. Es, ne? Ist so ein Durchbruch. Jetzt habe ich es, Durchbruch. Da ist ein Durchbruch da, eine Befreiung, so wie nach einer langen Zeit von Bewölkung bricht die Sonne durch. Ne? Die Kraft der Sonne schiebt die Wolken zur Seite. Und es ist Licht, es ist hell, es ist klar, es ist schön, es ist freudig. Du hast deine Lektion gelernt. Und ja, jetzt ist die Sonne, jetzt scheint die Sonne. So, was ist im Bewusstsein? Was ist in deinen Gedanken? Was ist da los in der Gedankenwelt? Auch immer ganz gut, mal hinzuschauen, was wir alles so vielleicht in der einen oder anderen Richtung, unsere Gedanken führen uns natürlich auch auf unseren Weg. Und genauso, was ist vielleicht nicht sichtbar, unbewusst in den Gefühlen. Und da schauen wir natürlich gerne hin, erstmal in die Gedanken. Da haben wir die Queen of Pentacles, die Königin der Münzen. Das ist eine wunderschöne Kraft, die in deinen Gedanken ist. Sie ist ja quasi wie ein Baum,
Auch hier sehe ich die Sonne, also ist natürlich die Münze symbolisch, aber auch ganz viel Licht, auch im Herzen. Du erkennst oder sollst erkennen, wie stark du bist, was du alles zum Blühen und Wachsen bringen kannst, welche Stabilität da, ich habe wirklich so eine Wahrnehmung, da ist viel Stabilität da, was du vielleicht wirklich erobert hast, diese Stabilität in dir, weil hier könnte sein, dass vielleicht Instabilität da war, Unsicherheit, Ungleichgewicht, immer so ein Ausbalancieren und hier ist Stabilität. Also kraftvoller geht's nicht. Die Ruhe aus dem Zentrum der tiefen Wurzeln dieses Baumes, wächst was raus, es ist klar, es ist nährend und wow. Ja, es ist klar und nährend. Das ist in deinen Gedanken, das ist schön. Also wie gesagt, es ist die Lektion, die du gelernt hast, das ist dir bewusst oder du erkennst es, du denkst darüber nach, du siehst es, du verstehst es. Oder für die anderen, die das eben, wo da gerade so im Prozess sind, das wäre dann das, was du erkennen darfst. Wie stark du bist, wie nährend du bist, mit welchen... Wenn deine Wurzeln, ne, hier, was ich gesagt habe, schau mal, wie du wieder auf die Füße kommst, weil hier steht ja auf einer Zehenspitze und hier steht sie, man sieht es zwar nicht, aber man fühlt es, wie sie wirklich mit dem Bein auf die Erde kommt und wirklich wurzelt, dass du darüber nachdenkst, wenn du jetzt im Prozess bist, was kann dich wieder wurzeln, was erdet dich, was bringt dich zurück auf den Boden, um dann dir eben darüber klar zu werden, was es bedeutet, wenn du da fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehst und daraus kann dann wieder, dann kannst du natürlich andere nähren oder dich nähren oder Licht schenken. Ne? Da bist du am ganz anderen Ort, als wenn du jetzt hier bist. Die Gefühlswelt, Dharma the World, wow, die nächste große Arcana, also es ist wirklich ein tolles Wochenende. Wir haben The Hermit als große Arcana, wir haben The Sun als große Arcana und wir haben The World als große Arcana. Und wir haben die wichtigen Lektionen in Hallen des Lernens mit der Bestätigung von den Portaltagekarten. Ich würde sagen, das ist so ein, weiß nicht, ob du es nur fühlst oder ob es so unbewusst in dir einfach wie so eine Tatsache, wie so ein Bett oder ein Floß, also etwas, was dich trägt, in dir spürbar ist, dass du, ja, sie hält die Welt in den Händen, du hältst deine Welt in den Händen, also dass du es im Griff hast, dass du all das, was du vielleicht geschafft hast, mit anderen Augen siehst. Und auch hier, das ist alles so kraftvoll, ne? Da ist so viel Kraft drin, was hier so eine Unsicherheit war und auch so eine Aufforderung, ne? Das ist so eingerahmt von einer unglaublichen Stabilität und Kraft und Selbstsicherheit. Ja. Das ist gut. Ich glaube, dass du deine Lektion, dass du etwas verstanden hast. Deshalb hier The World unten, dass du das Gefühl hast, gerade vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, das Gefühl ist, sie ist jetzt abgeschlossen, die Entscheidung ist getan, jetzt kommt es hier ins Licht, du sprichst die Entscheidung vielleicht aus, fühlst dich frei, du fühlst dich gestärkt, genährt, stark, kraftvoll und so ist dein Wochenende dann wirklich bereichernd am Ende. Sehr reich, ne? Schau dir mal die Karte an, wie reich der Ausdruck hier ist. Da ist ja alles da, ne? Es ist, die Vögel sind leicht, es blüht alles, es fließt alles. Es ist eine Offenheit da, sie hat die Welt in den Händen, auch dieser goldene Krone, die sie aufgesetzt hat, ne? Es ist alles sehr lichtvoll,
kraftvoll, lebendig. Und sie hat die Schnüre gelöst, also die Verstrickung gelöst. Also ich glaube, dass auch im Gefühl, ne, dass du spürst, wie befreiend das ist, die Entscheidung getroffen zu haben oder nicht mehr abzuwägen oder sowas, ne, dass du deine Lektion gelernt hast, wie gut dir das tut. Ja, wir ziehen eine Guidance-Karte. Lass uns gerne nochmal hier inspirieren von einem Impuls. Katzenjoker. Es gibt etwas zu tun. Sei bereit, alles zu geben. Nur dann kannst du alles bekommen. Super. Großartig. Also, Vollgas, ne? All in, gib alles. Gib alles und am Ende wartet die Sonne hier, ne? Das Glücksgefühl, beziehungsweise auch hier nicht zu verachten, the world, die Welt, die du in deinen Händen hältst, das, was du wirklich selber bestimmst. Wie schön ist es, wenn wir selbstbestimmt und frei sind. Wie schön ist es, wenn wir uns klar sind, wie stark wir sind. Und wie schön ist es, für uns zu sein und zu erkennen, okay, da bin ich vielleicht zu sehr mit dem anderen immer am Balancieren gewesen, am Aushandeln, am Verhandeln gewesen. Wie gut ist es, dass ich demjenigen entweder hier die Grenzen zeige oder mich für mich entscheide, oder vielleicht ist es auch gut zu erkennen, hey, jetzt wird es mal an der Zeit, mehr Mut nach außen zu bringen, mich nach außen zu zeigen oder ja, mich in diese Kräfte reinzubegeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein unglaublich großartiges Wochenende. Genieß es. Tolle Kräfte, die hier im Feld sind. Ja, und natürlich auch für dich und deinen Weg wünsche ich dir nur das Allerbeste. Danke für dein Hiersein. Bis ganz bald. Namaste.